Wir laufen jetzt hier schon, ich weiß nicht, einige Kilometer durch den Wald. Das geht Richtung Grenze. Ob das wirklich stimmt, das weiß jetzt auch keiner von uns. Wir laufen da quasi so Schleusern hinterher. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Handy habe ich keins mehr, Uhr auch nicht. Also nach ein paar Stunden unterwegs habe ich schon gemerkt, mein Team baut so langsam ab, körperlich vor allen Dingen, aber auch psychisch. Die halbe Familie hängt hinterher. Wir haben einen Affenzahn drauf. Das Problem ist halt, also ich habe keine Knochen mehr. Okay, aber und bei mir reibt pausenlos der Knochen auf den Knochen. Und das tut halt echt irgendwann weh. Excuse me. Ja? Just one question. How fast is it to the next water? We don't know the way to, but we think we find a way. You don't know the way? Not really. But we just paid you. You say you will bring us to the... Das Problem ist gerade, dass alle so ein bisschen den beiden Schleppern oder Schlepperinnen in dem Fall misstrauen. Da kommen auf jeden Fall Soldaten. Hands in the air! Come on, move on! Move on! Fucking hands up! Hands up! Closer! Faster! Fucking hurry up! Come on! Get your passports and documentation out! Face down! I lost mine. It was Look, taken. That's a convenient excuse. You know? Where the fuck did you lose that's it? A fake passport. I don't know. Who's the head of the family? I think you're going to need to. Why doesn't your passport have an ID number? What do you mean you don't know? It's not fake. Do you know it's where my you father. Are? Shut the fuck yeah, up! I'm not talking to you. Shut the fuck up, you fucking female! Ja, ich habe mich mit meiner Rolle etwas schwer getan, weil das Problem war, dass ich als somalische Tochter nichts zu sagen hatte. Das heißt, mir wurde überall der Mund verboten. Also wir sind jetzt irgendwie über die Grenze gekommen, weil die Schleuserinnen die Zöllner da bestochen haben oder so. Und wir sind jetzt im Jemen. Dummerweise habe ich tatsächlich meinen Pass verloren oder er wurde mir geklaut. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe auf jeden Fall keinen Pass mehr. We keep you to a place where you can sleep. Hallo. Also, das sieht ja irgendwie aus wie ein Auffanglager. Ja, so ein Flüchtlingslager. Ich falle mal ganz kurz aus der Rolle und frag dich einfach mal so als Teilnehmerin, wie du es bislang findest. So krass habe ich es mir nicht vorgestellt. Ich hatte gedacht, dass es wahrscheinlich hart wird, aber dass wir zum Beispiel gar kein Trinken behalten durften, ja, das ist schon eine Nummer zu hart, glaube ich. Habt ihr denn jetzt schon so ein bisschen das Gefühl, dass ihr euch zwischendrin so richtig reinversetzen könnt in die Rolle oder in die Situation als Flüchtling? Oder wie geht's euch da? Also ich denke, dass wir nicht mal annähernd nachvollziehen können, was die Menschen durchmachen. Da können wir ja noch 3 Tage durch den Wald rennen. Man kann es besser verstehen, denke ich mal, was jetzt mein Ziel ist, warum ich hier mitmache, um das einfach ein bisschen besser zu verstehen. Wie toll so ein Becher Tee sein kann, oder? Zuerst, glaube ich, der Papa. Ach so. Es sind 5 Grad in der Mitte. One for one, okay? One for one. One for one. Is it like pork meat? Yes. But was ist es? It's pork, but I think we don't eat pork, right? We are Muslims. Okay. Thank you.